Er ist der Überlebende einer Flüchtlingstragödie am türkisch-griechischen Grenzfluss Evros. Fatih Yasar betet für die drei Kinder und ihre Eltern, die es nicht geschafft haben. Sie waren zu neunt im viel zu kleinen Boot. Zwei Lehrerfamilien, der Schmuggler und der 35-jährige Uni-Absolvent und Unternehmer. Als angeblicher Gülen-Anhänger saß Fatih nach dem Putschversuch in der Türkei 14 Monate in Haft. Es ist sein zweiter Fluchtversuch. Im Fluss gab es starke Strömungen. Alles ging ganz schnell. Ich weiß nicht, was passiert ist. Als wir ins Wasser fielen, war es so kalt, dass es mir wie Nadeln ins Herz stach. Ich konnte mich nicht bewegen. Das eisige Wasser war unerträglich. Ich schluckte Wasser. Als das Boot sank, hörte ich nur eine Stimme Allah schreien. Fatih, der seine Familie zurückließ, trug auf dem Weg zum Treffpunkt ein Kind einer anderen Familie auf den Schultern. Das Boot trieb unkontrolliert über den Fluss. Kurz vor dem Ufer wurde es von Treibgut getroffen und sank. Ich weinte. Ich habe es nicht geschafft, die Kinder zu retten. Es hätte mein eigenes Kind sein können. Ich habe eines bis zu diesem Punkt getragen. Und jetzt? Der 35-Jährige schaffte es ans Ufer. Drei Leichen wurden gefunden, vier Menschen sind vermisst. Der Schmuggler konnte sich retten und floh. Solche Fluchten bergen zahlreiche Gefahren, aber für diese Menschen gibt es keine Alternative. In ihrer Heimat sind sie als Gülen-Anhänger stigmatisiert. In der Türkei gibt es keine Zukunft für sie. Die Anti-Erdogan-Türken, die es geschafft haben, zu fliehen, fürchten um die Sicherheit ihrer Familien zu Hause.